Was ist Erleuchtung? Hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Viele, die esoterische Dinge, spirituelle Dinge betreiben oder auch die Kampfkunst, suchen nach Befreiung, Erleuchtung, Satori, nach dem ultimativen Zustand. Und so war auch Milarepa unterwegs, um Erleuchtung zu suchen. Aber er fand sie nirgendwo und ging seines Weges weiter, unbeirrt, immer auf der Suche, was ist Erleuchtung? Und so traf er unterwegs einen alten Mann, der eine schwere Last trug. Und er fragte ihn, alter Mann, du weißt doch bestimmt, was Erleuchtung ist. Kannst du mir sagen, was ist das? Der alte Mann lächelte, legte seine schwere Last ab und Milarepa erkannte, das ist also Erleuchtung. Sich von Lasten befreien. Und dann fragte er, Meister, Meister, was ist nach der Erleuchtung? Wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Der alte Mann lächelte wieder, hob seine schwere Last auf und ging freudig seinen Weg weiter. Nun, was will uns vielleicht diese Geschichte sagen? Erleuchtung ist ein Zustand, sich eben von Lasten des Lebens zu befreien. Und auf der anderen Seite, sofern man nicht erleuchtet ist und sich körperlich auflöst, geht es im Leben weiter. Auf dieser Erde gibt es immer beschwerliche Phasen, Zeiten, Momente und man darf nicht aufgeben, es geht einfach immer weiter. Das ist Plus und Minus, positiv, negativ. Das sind die Urkräfte, männlich, weiblich, des Lebens. Und viele denken, ich strebe nach Erleuchtung, das habe ich auch immer gedacht. Und dann ist alles gut, dann meditiert man nur noch 5000 Jahre und ja, Erleuchtung habe ich nicht erreicht, nicht mal annähernd. Aber es geht im Leben weiter. Das heißt, so viel Erleuchtung man wohl auch hat, man muss trotz allem das irdische Leben mitnehmen. Man kann nicht das irdische Leben weglassen und ich mache nur noch Erleuchtung und Befreiung, will mal Ruhe haben von allem, sondern sofern wir noch auf der Erde sind mit unserem Körper, die Seele im Körper, geht es immer weiter damit. Und wenn man das aber, wie der alte Mann, mit einem Lächeln betreibt und nicht allzu ernst nimmt, in dem Wissen eben, das irdische Leben gehört dazu. Egal wie viel Gott es gibt, egal wie gut ich Gott kenne, der würde sagen, du bist jetzt auf der Erde, mach da weiter. Aber vielleicht sagt er auch immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wunderbares Hallo und ciao, ciao. Vom Zentrum Yoga allen einen wunderbaren Tag und bis bald.